Bayernsport wird Ihnen präsentiert von der Glücksspirale, die Rentenlotterie. Blöse! Frauen auf dem Golfplatz sind eine Schau. Nur früher wusste man das nicht. Es war eine Männerdomäne. Ja, und die Frauen durften zuschauen. Das war einmal. Beim Golfclub Hüselwang dürfen die Männer heute gern den Frauen zuschauen. Es lohnt sich. Also wir sind eine sehr laute und lustige Damenmannschaft. Und ich denke, dass sie schon auch ein bisschen stolz auf uns sind. Und die Aufgabe, ihr macht jetzt mal 5 Schläge so schnell ihr könnt. Ja? 5 Schläge mal richtig mit Power. Mit Power bedeutet, dass der Ball mit Tempo 100 plus X auf die Driving Range gedonnert wird. So schnell ihr könnt. Gebt alles. Gebt alles? Ja. Gut, und noch weiter ausholen, Riti. Noch weiter ausholen. Noch weiter. Ja, das ist gut. Noch weiter und noch schneller. Eine Aufforderung, die konsequent befolgt wird. Weil die Damen in aller Regel wirklich zuhören, was ich sage. Bei den Herren ist das meistens etwas anders. Die können alles besser, wissen alles besser, schauen sich YouTube-Videos an. Bei den Damen ist es tatsächlich so, dass sie mir zuhören und das auch versuchen umzusetzen, was ich ihnen sage. Ein Vorteil, erst recht bei technisch schwierigen Schlägen. Im Sand lernt man nämlich Präzision und Wettkampfhärte. Für mich ist Wettkampfgolf sehr wichtig, weil man sich da wesentlich mehr anstrengt, weil man den Kampf Mann gegen Mann oder in dem Fall Frau gegen Frau hat und weil man für den Club spielt, für die Mannschaft. Jetzt buddel ich mich ein bisschen ein, das hat 3 Vorteile. Erster Vorteil ist, ich habe einen stabileren Stand. Zweiter Vorteil ist, ich komme tatsächlich diesmal besser unter dem Ball, was wir ja sonst nicht so wollen. Und der dritte Vorteil ist, ich kann spüren, wie ist denn der Sand unter dem Sand. Wer sich hier nicht aufs Spiel fokussiert, hat schon verloren. Konzentration ist alles. Gerade in unserer Zeit, wo es recht hektisch ist und wo viele nur noch rennen und rasen, dass man hier sehr gut runterkommt. Denn wenn man hektisch über den Golfplatz geht, dann trifft man keinen Ball. Und wer die entscheidenden Bälle auf dem Grün nicht locht, kann im Wettkampf nicht bestehen. Doch das ist für die Hüselwanger Damen keine Option. Männer wissen alles besser, Frauen hören zu. Ist das so? Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber doch, ich glaube, es ist so. Das ist Pech, wenn man gegen diese Frauen spielen muss. Sie sind nämlich auf dem Golfplatz in jede, aber wirklich jede Männerdomäne eingebrochen. Bayernsport wird Ihnen präsentiert von der Glücksspirale, die Rentenlotterie.